Pierce Brosnan als erbarmungsloser Ölbaron im nicht ganz mehr so wilden Westen Anfang des 20. Jahrhunderts? Das erwartet uns in der neuen ABC-Serie The Sun. The Colonel spends all his time working to make a good life for us. I've done a lot of bad things in my time. Kurz nach US-Start in deutscher Fassung. Stuff your granddaddy and I did still keeps me up at night. There's oil underneath this ground. You have to protect what's yours. Are we good? Of course we are. We're McCulloughs. Die deutsche TV-Premiere von The Sun mit einer Doppelfolge zum Start. Ab 14. April, 21 Uhr. Nur auf TNT-Serie. Diese neue West-End-Dramaserie, die auf ABC übrigens das schwere Erbe von Hell on Wheels antreten soll, basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Philip Meyer aus dem Jahr 2013 und ist eine Mischung aus Western, Unternehmensthriller, aber auch Familienepos. Also sozusagen ein Mix aus Der mit dem Wolf tanzt, There Will Be Blood und auch Fackeln im Sturm. Die Serie handelt von dem Familienclan der McCulloughs, bestehend allen voran aus dem Familienoberhaupt Eli McCullough, gespielt von keinem geringeren als Pierce Brosnan, seinen beiden Söhnen Phineas und Pete und der Tochter von Pete, Jean. Eli ist es gelungen, in den letzten 60 Jahren ein gigantisches, millionenschweres Viehimperium aufbauen zu können. Er selbst wird von den Leuten als The First Son of Texas bezeichnet, weil er im Jahr 1836 geboren wurde, also dem Jahr, als die Republik Texas ihre Unabhängigkeit erlangte, nach einem Krieg mit Mexiko. Außerdem wird er ehrfurchtsvoll von den Leuten als Colonel angeredet, und zwar, weil er ein sehr starker, erbarmungsloser, aber auch rücksichtsloser Charakter ist, der seinen Ursprung aber in der Vergangenheit hat, wie wir zu Beginn der Serie erfahren, denn er wurde als Kind von Comanchen entführt, die zuvor auch seine Familie umgebracht haben. Er wurde von diesen auch aufgezogen. Dann kehrte er nach mehreren Jahren der Abstinenz wieder in die Cowboy-Zivilisation zurück. Natürlich wahnsinnig geprägt und gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehend. Und dann hat er sich sozusagen als skrupelloser Geschäftsmann seine Meriten dort verdient, sein Vermögen angehäuft, auf dessen sozusagen der Wohlstand seiner Familie nun begründet ist. Nun, 60 Jahre später, sieht Eli allerdings die Zukunft nicht mehr in der Viehzucht, sondern in der Ölförderung, und deshalb setzt er alles auf eine Karte, errichtet mehrere Bohrtürme auf seinem Gelände in Südtexas vor seiner Haustür sozusagen und versucht mit Hilfe von Sponsoren sozusagen ein ganzes Ölimperium dort aufzubauen. Aber ob ihm das gelingt und ob er wirklich dort Öl zutage fördern kann auf seinem eigenen Grund und Boden in Südtexas, das will ich jetzt noch nicht verraten. Da lasst euch bitte selber überraschen im Laufe der Serie. Ansonsten muss man sagen, die Serie begleitet diese drei Generationen bestehend aus Eli, seinen Söhnen und seiner Enkeltochter über einen Zeitraum von ganzen 150 Jahren. Und ja, die Generationen sind mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert, und ob sie diese Herausforderung meistern, das ist sehr spannend dort mit anzusehen. Mich hat die Serie sehr gefesselt in den ersten vier Folgen, und ich bin wahnsinnig gespannt immer jetzt auf die neue Folge, die jede Woche sozusagen dort auf TNT-Serie ausgestrahlt wird und dann im Anschluss immer auf Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereitsteht. Und daher kann ich euch diese Serie nur wärmstens ans Herz legen. Natürlich auch, weil Pierce Brosnan als Charakterschauspieler hier wirklich wieder aufblüht und in meinen Augen perfekt hier auf diese Rolle des Eli McCullough zugeschnitten ist. Zuerst sollte übrigens Sam Neill diese Rolle übernehmen, der konnte aber aus Zeitgründen nicht, und deswegen, wie ich finde, wirklich ein Glücksfall für die Showrunner, hat hier Pierce Brosnan in diesem Part übernommen und spielt diesen auch wirklich grandios. Ich bin gespannt, ob ihr diese neue ABC-Serie bereits auf dem Radar hattet oder ob euch jetzt im Rahmen dieses Videos der Trailer im Zusammenhang natürlich mit der Handlung ein wenig gekitzelt hat, sodass ihr euch jetzt diese Serie unbedingt anschauen wollt. Schreibt mir es bitte unbedingt unten in die Kommentare rein, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, wie immer. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich auch den Kanal StreamWars, damit würdet ihr mich wie immer wahnsinnig stark unterstützen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, möge der Stream mit euch sein. Bis bald.